Was geht ab? YouTube. Es ist 9 Uhr morgens auf dem Samstag. Was für mich so ungefähr eine Zeit ist. Richtig krank. Es geht an die Ostsee. Nach Kelnhulden. In eine Ferienwohnung. Und ja, ich nehme euch mit. Viel Spaß. Was ich so in der Uni lerne war, schön Kuchen backen. Den nehme ich natürlich mit. Das weckt meine Eltern haben eine Ferienwohnung an der Ostsee, deswegen kann ich ja eigentlich relativ oft hin. Nutze ich dafür aber irgendwie sehr selten. Jetzt geht es erstmal weiter zu einem weiteren Punkt. Ihr werdet es sehen. So, da sind wir. Sieht man's? Da sind Boote. Da gehen wir jetzt nämlich hin. Dann zeige ich euch mal was. Was noch neben der Ferienwohnung am Start ist hier. Jetzt kommt der weirde Flex und so. So sieht's aus hier. Gerade Anfang der Saison und ja. Mein Papa segelt und da muss man auch ein bisschen mithelfen, ne? Es wird dann wahrscheinlich gleich noch was gegessen. Damn, habe ich Farbe bekommen? Das könnte sein. Hätte mich breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Essen war super, muss ich sagen, war sehr lecker. Kann man sich auf jeden Fall geben. Wenn man das jetzt in bis 10, mehr Maximum, na, so eine 8. Auf jeden Fall lecker. Portion war nicht so groß, aber das ist okay, finde ich. Ich finde immer, Qualität steht vor Größe. No sexual. Jetzt wird wahrscheinlich gleich nochmal eine Runde spaziert. Erstmal kurz in die Wohnung. Auf jeden Fall was anziehen, ist arschkalt geworden. Und dann ja, wird nochmal ins Wasser gegangen. Und das auf dem Schiff chillen müssen, um da Arbeiten zu verrichten für meine Eltern, habe ich heute natürlich irgendwie noch nicht genug Schritte gemacht. Heißt, das Step Game muss auf jeden Fall noch abgesteppt werden. Und jetzt gehe ich noch eine Runde. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, 6000 Schritte. Ziel ist immer so 13.000, mal sehen. Aber Wetter sieht gut aus, Himmel, von daher sollte das eigentlich easy vonstatten gehen. Man merkt, ich wollte mir jetzt eigentlich ein ruhiges Plätzchen suchen, wo ich mich nice hinsetzen kann und ein bisschen was erzählen kann, was ich mir so dazu gedacht habe zu dem Video. Ja, ich hoffe, ich finde jetzt gleich was. Schrittemäßig bin ich tatsächlich ganz gut dabei. Ich glaube, ich habe hier schon 10.000 und muss noch den ganzen Weg zurück. Deswegen sieht es ganz gut aus. War übrigens die Baba-Idee überhaupt. Air Force One, weiß, Strand. Top Idee, Jakob! So, ich habe jetzt eine ganz geile Stelle gefunden, finde ich. Und hier ist so gut wie keiner eigentlich. Also ich habe jetzt lange keinen mehr gesehen. Bin jetzt fast bei den 10.000 Schritten und es geht so ein bisschen um das Thema Auszeit. Und ich hoffe, man kann mich verstehen durch den, das Rauschen im Hintergrund, weil schon ein bisschen Wind ist. Ist halt
wichtig, sich auch mal Auszeiten zu nehmen. Egal, welche Ziele man hat, was man im Sport erreichen möchte, ob man im Leben was erreichen möchte, man muss sich auch mal eine Auszeit gönnen. Und ich mache das auch ganz selten, dass ich mir mal wirklich eine Auszeit gönne, weil ich letztendlich nicht oft darüber nachdenke und oft in diesem Hamsterrad bin. Und ich denke, das ist bei vielen so, dass man immer so in diesem Hamsterrad ist und immer am Hasseln ist. Ja, es ist halt relativ wichtig, einfach mal auch mal sich die Zeit zu nehmen und einfach mal zu entspannen, mal ein bisschen rauszukommen und aus einem Hamsterrad zu entfliehen, so in dem Fall. Also jetzt dieses Ding hier, dass man jetzt in Kelnhusen, also in dem Ort, wo meine Eltern eine Ferienwohnung haben, ich könnte da halt viel, viel öfter hingehen, aber ich mach's halt einfach nicht. Irgendwie, weil ich mir nie so die Zeit dafür nehme. Ich weiß nicht warum, aber ja, und so eine Auszeit tut einfach mental super gut. Also ich bin halt auch sehr, sehr verbissen, was das Training angeht und möchte halt immer viel erreichen und denke immer, ich kann irgendwie oder ich will immer keine Pausen machen. Und wenn ich dann irgendwo anders bin, dann denke ich halt, dass ich dann nicht trainieren kann. Das ist ja blöd für meine Ziele, bla bla bla. Aber es ist halt eigentlich nicht der richtige Weg. Manchmal muss man sich einfach eine Auszeit nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr euch eine Auszeit gönnt, ob ihr da reflektiert seid und nicht so unreflektiert wie ich, dass ich mir eigentlich fast nie eine Auszeit gönne und immer was versuche zu machen. Aber genau solche Momente, wenn du mal wieder hier bist oder wenn ich mal wieder hier bin, so am Wasser und mal einfach ein bisschen durchatme, das ist einfach, gibt einem unglaublich Kraft, finde ich, um dann halt wieder viel besser und fokussierter an seinen Zielen zu arbeiten. Genau, das soll es mit dem Video heute gewesen sein. Ich hoffe, die Eindrücke so von der Ostsee haben euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Peace.